Alexander, hallo. Heute im Video schauen wir uns diverse Karabiner an, und zwar ganz klassische HMS-Karabiner zum Auf- und Zuschrauben. Ich habe mir, ich glaube, 8 verschiedene Stücke geholt. Einfach mal so gucken, wie gut die sich in der Hand legen, wie einfach so auf- und zuzumachen sind, um mich dann halt für 2 verschiedene zu entscheiden. Ich brauche 2 Stück, um halt entsprechend links und rechts oder halt auch nur rechts die Klettersicherung, Kletterstagsicherung dran zu packen, also den Bandfalldämpfer dran zu packen an den Rucksack. Und ich brauche halt eine, um halt entsprechend eine Standplatzsicherung, einfach eine Schlinge zum sicher stabil stehen am Klettersteig zu befestigen. Deswegen gucken wir uns die an. Ich hole euch die Kamera runter, könnt ihr rangucken. Ich vermute mal, dass ich praktisch von jedem Hersteller etwas dabei haben könnte. Deswegen guckt einfach rein. Ich bin jetzt kein Sportkletterer. Ich habe es gleich mit der Kamera. Ich bin jetzt kein Sportkletterer, kann euch also nicht so extrem die Details dazu sagen. Deswegen ist das ein reiner, ich sag mal, ein Handhabungstest, was mir auffällt und was mir halt gut gefällt. Fangen wir erstmal bei diesem gelben hier unten an. Der hat die prägnanteste Farbe. Das ist einer von Austria Alpin. Ich zoom's euch noch ein bisschen mehr ran. Genau, Austria Alpin. Ganz klassisch gelb. Geht also von der Öffnung her sehr einfach auf. Also ich finde eine sehr gute Griffigkeit. Diese Schraube hier ist auch sehr schön gerändert und schließt auch sehr einfach. Müsst ihr ein bisschen öfters drehen. Ihr seht es hier. Aber ihr könnt es auch mit einem Schwung halt auch dazu drehen. Also geht sehr einfach. Gefällt mir ganz gut. Und diese Rändelung hier, also der raue Bereich hier, ist sehr griffig in der Hand. Gefällt mir ganz gut und liegt auch gut. Gewicht kann ich euch bei allen nicht so gut sagen. Müsst ihr auf die Herstellerangaben vertrauen, denn ich habe nur eine gleiche Haushaltswaage, die ist recht ungenau. Was ich ein bisschen irritierend finde, ist hier dieser Plastik, dieser Kunststoffring, der sich auch dreht. Also da hätte man können vielleicht einfach was aus Metall dran machen. Aber ansonsten finde ich ganz okay, bis auf diesen Kunststoffring. Ist es Kunststoff? Ja, es ist Kunststoff. Bis auf diesen Kunststoffring. Ansonsten klassischer HMS-Karabiner von Austria Alpin. Der heißt HMS Evo. So. Wieder rein. Erster. Dann machen wir weiter. Der ist von Mammut. Genau. Und zwar ist das das Modell HMS Element Screw Gates. Liegt auch gut in der Hand. Öffnet sich ein kleinen Tick schwieriger. Also er braucht ein kleines bisschen mehr Kraft. Der Verschluss dreht sich auch sehr leicht. Auch sehr schön. Na, könnt ihr also auch mit einer Hand gut aufmachen. Und arretiert halt hier oben auch sehr schön fest. Geht also wirklich schön bis hier oben drüber. Auch ein guter Karabiner. So. Auch einwandfrei verarbeitet. Was mir aufgefallen ist bei dem ganzen Kletterkram ist, dass es eigentlich alles hochwertig verarbeitet ist. Unabhängig von der Marke. Hat man bei vielen anderen Produkten nicht so sehr. Da ist, merkt man wirklich, Kram ist nichts taub. Der ist von Edelrit. Das ist der HMS Strike Screw. VP5E Silber, also Silber, geht sehr, auch sehr einfach auf und zu. Würde ich sagen, sogar noch einen Tick besser als dieser von Mammut. Also richtig schön schnell auf und zu. Liegt sehr schön in der Hand. Ich finde durch dieses, ist auch ein bisschen dünner als die anderen. Und durch diese Formgebung hier liegt ja eigentlich sehr schön in der Hand, weil er hier einfach ein bisschen dünner ist und könnte auch sehr schön. Auch die Kraft, die er braucht zum Öffnen, ist auch im mittleren Bereich. Der von Austria Alpin war, wie gesagt, etwas leichter zu öffnen. Okay. So. Ansonsten der auch sehr schön. Design klassisch Edelrit. Gut. Dann den nächsten nehmen wir mal der. Aber das ist der gleiche, das ist der HMS Magnum und das war der HMS Strike. Die sind eigentlich ähnlich, nur die Farbe ist ein bisschen anders. Der ist ein dunkles graues Silber, öffnet sich auch sehr, sehr einfach. Finde ich, liegt hier auch sehr schön in der Hand, dass man den halt groß greifen kann. Ist halt einer von den größeren Schraubkarabinern. Jo. Was ich nicht geholt habe, sind diese, sagen wir, Twistlock, die ihr praktisch so runterziehen müsst und dann so aufdreht zum Zumachen. Die gefallen mir nicht so sehr, weil ich da gefühlsmäßig immer so 2 Hände dafür brauche. Und die könnt ihr eigentlich hier mit einer Hand zumachen oder auch aufmachen, je nachdem wie sicher es sein soll. Okay. Das ist der nächste.
Der gefällt mir sehr gut. Das ist der Bionic HMS. Vom Design her finde ich cool. Also ähnlich wie der von Edelrit. Okay. Vom Design her ziemlich gut. Ist auch recht groß, auch sehr große Öffnung. Moment, ich mache mal kurz die, dass ihr es sehen könnt. Die, genau, hier der. So, haben wir es drin, Mitte vom Bild. Und öffnet sich auch gut. Die Ränderung hier ist ein bisschen, ich sag mal, nichts, also ist nicht so grob wie jetzt zum Beispiel die bei Edelrit, die ist viel grober, ist eher leichter, aber dreht sich doch auch sehr schnell und sehr einfach auf und zu. Also alles auch sehr hochwertig. Ich vermute mal, und die Kraft zum Öffnen ist im mittleren Bereich ungefähr, eher so mittleren bis oberen Bereich. Also hier geht ein bisschen schwieriger. Ja, also nicht schwierig im negativen Sinn, sondern der ist etwas schwerer zu öffnen. Genau, so. Dann habe ich noch einen, das ist ein kleiner. Der ist von Black Diamond. Der heißt Positron Screwgate. Ich muss mal gucken, ob ich die Verpackung abbekomme. Also diese Hülle hier. Oder sagen wir, das hier langt eigentlich auch schon. So, okay. Jetzt habt ihr es. Geht sehr leicht auf, also einfach auf. Und die Verstellung, die hat ein bisschen Spiel. Ihr hört es hier. Ja, also dieser Ring hat ein bisschen Spiel hier. Nicht so passformartig. Aber ansonsten auch sehr schönes Design. Auch sehr gut gemacht. Jo, hier die Sicherheitsring. Genau. Geht schnell auf, schnell zu. Auch ein sehr guter Karabiner. So, dann habe ich noch einen von Kong. Der ist eingepackt. Das ist das Modell. Habe ich jetzt keinen Namen drauf. Auf jeden Fall von Kong. Komplett Alu, komplett Silber. So, hier könnt ihr es sehen. Geht. Also wenig, sehr wenig Spiel. Liegt eher ein bisschen rutschiger in der Hand. Was liegt da dann der Beschichtung vom Aluminium? Die liegen eher ein bisschen leichter in der Hand und der wiegt auch ein bisschen leichter. Guck mal, die Festigkeit, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen 2286. Was haben wir hier? Hier haben wir ein 24107. Also der ist sogar noch fester als der jetzt von Kong. Interessant. Also ein bisschen fester. Hätte ich eher gedacht, dass der fester ist. Ah, die Kraft, die ihr hier braucht, ist deutlich höher zum Öffnen. Und gefühlt sogar noch höher als bei dem vom Mammut. Also den dann eher weniger, weil er eine geringere Bruchlast hat als jetzt zum Beispiel die zwei von Edelrit. Und weil er auch gefühlt schwerer ist, ohne größer zu sein. Okay, also das ist dann eher weniger mein Favorit. Meine zwei Favoriten sind eigentlich hier die zwei von Edelrit. Die zwei großen hier. Dann habe ich noch einen kleinen. Der ist von Saleber. Ein ganz kleiner roter. Öffnet sich auch sehr einfach. Moment, so könnt ihr das sehen. Wie heißt das Modell? Hot G2 Screw Karabiner. Öffnet sich sehr einfach, sehr leicht. Wenig Spiel da drin, klappert also wenig und liegt auch durch die leichte Aussparung hier sehr schön in der Hand, wie eigentlich alle Karabiner. Und der Kraft, die er braucht, liegt im mittleren Bereich. Also meine Favoriten, so gefühlt mich, würde ich sagen, die, der eher weniger, weil er hier zu viel Spiel hat, so nix. Der auch eher weniger ist recht dick und hat diesen komischen Plastikrand, aber die Arretierung hier. Ist sehr schön gerändert, also sehr schön rau, sehr griffig. Der liegt im mittleren Bereich, das ist der von Mammut. Der liegt, ich sage mal, im oberen Bereich, ist von Edelrit. Das sind eigentlich meine drei Favoriten hier. Der eher weniger. Ja. Also hier die zwei. Die zwei, wobei hier die Ränderung besser ist bei Edelrit. Und hier finde ich, das Optische ist schöner. Das sind so die. Ich vermute mal, entweder den oder den packe ich euch als Link drunter. Wir gucken uns gerade mal die Festigkeit an. Was haben wir bei den beiden? 24107 und hier mal 2489. Also ungefähr ähnlich. Also Kilonewton. Also ungefähr ähnlich. Genau. Das sind die. Das war's. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir einen Kommentar unten drunter. Ansonsten Daumen nach oben, wenn das Video euch geholfen hat. Und dann werde ich mal gucken, wie die sich, wenn ich jetzt die nächste Tour
und dann die Alpenmacher am Klettersteig bewährt haben. Aber ich tendiere zu diesen zwei, auch weil sie ein bisschen schmaler sind als jetzt zum Beispiel diese dicken Standardkarabiner, wobei die komischerweise nicht so viel extrem höhere Festigkeit haben wie jetzt der. Also er hat 23,99 und die hat 24,89 Kilonewton. Mit großem Anlass. Okay, ciao, ciao und bye.